Hallo zusammen. Heute teste ich mal was ganz Besonderes. Und zwar hat mir ein Freund aus der Schweiz hartgekochte vegane Eier mitgebracht. Die gibt es dort im Migros. Und zwar in den sogenannten 3M-Migros. Das sind die etwas größeren. Der Preis sind 4,40 Franken. Das entspricht ungefähr 4,15 €. Ist relativ teuer, ungefähr 1 € für ein Ei. Aber in der Schweiz kostet auch ein Bio-Ei 80 Cent, von daher geht das fast. Und ich lasse mich einfach mal überraschen, wie sie schmecken. Ich schaue mal rein. Also aussehen tun sie schon mal recht gut, so wie hartgekochte Eier aussehen sollten. Auf der Verpackung steht ein Haltbarkeitsdatum. Ich nehme einfach mal eins heraus, öffne die Verpackung. Also anfühlen tut es sich schon mal wie ein hartgekochtes Ei. Riechen tut es nach gar nichts. Ich schneide es mal auf und schaue mal rein. Das sieht fast aus wie ein hartgekochtes Ei. Das Gelbe ist ein bisschen blass, aber ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich rieche noch mal dran. Im Inneren riecht es wirklich ein bisschen wie ein hartgekochtes Ei. Dann lasse mich einfach mal überraschen und probier mal. Geschmacklich. Das Äußere ist wirklich wie Eiweiß. Das haben sie relativ gut hinbekommen. Das sogenannte Eigelb ist von der Konsistenz ein bisschen unterschiedlich zu einem hartgekochten Ei. Aber geschmacklich ist es wirklich gut. Und ich würde sagen, ich kann das Produkt weiterempfehlen und hoffe, dass es das auch bei uns in Deutschland bald geben wird. Ja, dann noch viel Spaß. Schaut vielleicht mal auf meinen Kanal Anyone Can Cook mit Christian. Da gibt es interessante, tolle vegane und vegetarische Gerichte. Bis bald, euer Christian.